Ja, willkommen zum neuen Video. In diesem Video möchte ich mal ganz kurz über das Chance-Risiko-Verhältnis sprechen, auch abgekürzt CRV. Nun, was meine ich mit Chance-Risiko? Um das zu erklären, habe ich hier mal eine Widerstandszone eingezeichnet. Wie du sehen kannst, ist der Markt in der Vergangenheit hier abgeprallt. Als er da durchgebrochen ist, hat er das sehr, sehr impulsiv getan. Und nachdem der Markt ja wieder an die Zone herangekommen ist, ist er nach unten wieder abgeprallt und ist dann abermals nach oben gekommen. Und an dieser Stelle würden wir jetzt sagen, wir wären einen Trade eingegangen, einen Short-Trade, also wir hätten auf fallende Kurse gesetzt. Das ist also die Annahme, dass wir hier einen Einstieg hätten. In einem solchen Fall hätten wir den Stop über dem letzten Hoch platziert. Und klar, man macht sich immer vor einem Trade Gedanken, wo ist der Stop und wo nimmt man eventuell Gewinne mit. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, unser Stop ist in dem Fall beträgt, also ist 20 Pips weit weg, unser Risiko beträgt 20 Pips. Pips, falls du das noch nicht weißt, ist ein Maß für Kursbewegung. Also beschreibt die Distanz in dem Fall vom Einstieg zum Stop-Loss, also unser Risiko. Und wenn wir sagen würden, okay, wir setzen unseren Take-Profit, also unsere Gewinnmitnahme bei 20 Pips fest, dann würde das einem Chance-Risiko-Verhältnis CRV von 1 zu 1 entsprechen, weil unser Gewinn ja genauso hoch wäre in dem Fall wie unser Risiko. Und klar, wenn wir es jetzt bei 40 Pips gesetzt hätten, dann wäre unser Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1, weil unsere Chance zweimal so hoch ist wie das Risiko. Und klar, bei 60 Pips hätten wir ein CRV von 3 zu 1. Soweit ist das, denke ich, ja relativ einfach und verständlich. Falls du dich jetzt fragst, mit welchem CRV soll ich denn jetzt nun traden? In der Literatur findet man häufig ja die Angabe, dass man mindestens mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 traden sollte. Ich kenne jedoch erfolgreiche Trader, die Trade mit einem CRV von 1 zu 1, aber auch welche, die trade mit einem 8 zu 1 oder sogar ja, Trader, die mit weniger als 1 zu 1 profitabel handeln können. Die Wahrheit ist also, das CRV sollte zum Trading-Stil und zur Strategie passen. Es gibt kein richtig oder falsch und solange du profitabel handeln kannst, spielt es eigentlich keine Rolle, mit welchem CRV du handelst, weil du kannst, wie gesagt, mit jedem CRV erfolgreich handeln. Mein persönlicher Ratschlag wäre einfach nicht mit einem kleineren CRV als 1 zu 1 zu handeln, einfach weil weil das relativ von der mentalen Seite her relativ schwierig ist, langfristig immer mehr zu riskieren, als man gewinnen kann. Merkt ihr, je höher das CRV, desto geringer darf auch die Trefferquote der Strategie sein. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.